Einen schönen guten Tag, wir sind bei Mittwoch, 16. Februar 2022. Sonnenwassermann, Mond im Löwen bis etwa 21:45 abends. Dann wechselt der Mond in die Jungfrau, Pragmatismus. Wir haben auch Vollmond und da wird eben auch die Verbindung zwischen Mars und Venus exakt. Also da ist eine starke Verbindung. Es geht um gute Entwicklung in Beziehungen, Verständnis füreinander und natürlich Liebe, Treue, Leidenschaft. Ja, und ich denke mal, dass man das ein Stück weit feiern sollte. Wir haben eben gute Verbindung auch zwischen Mond und Sonne, ein Sextil. Also ich denke mal, heute kann viel Schönes passieren. Schauen wir uns das in den Karten an. Einen schönen guten Tag, mein lieber Widder. Wir sind bei Mittwoch, 16. Februar 2022. Sonne im Wassermann. Wir haben den Mond im Löwen bis etwa 21:45 abends. Dann wechselt der Mond in die Jungfrau. Noch mehr Erdenergie. Im Hintergrund Mars, Venus im Steinbock. Und wir haben am heutigen Tag eben auch den exakten Punkt, an dem das bis Mitte März auch weiterlaufen wird mit Mars, Venus im Steinbock. Was haben wir am heutigen Mittwoch für den Widder allgemein? Ausgewogenes Geben und Nehmen. Wir haben den Herrscher, Verantwortung und natürlich auch die Dinge umsetzen. Wir haben die Arbeit. Du bist so, denke ich mal, voll in deiner Arbeit vertieft und bist dir der Verantwortung bewusst. Aber schön finde ich die 6 der Münzen, ausgewogenes Geben und Nehmen. Wir haben die Königin der Münzen. Das heißt, du kümmerst dich um Stabilität und Sicherheit in deinem Job. Du übernimmst Verantwortung. Du bist wahrscheinlich auch sehr genau, sehr penibel, sehr erdgebunden, wenn ich das so sehe, die ganze Erdenergie, die wir heute haben. Du bist dir der Verantwortung bewusst und du kümmerst dich eben auch um die Details. Das ist wichtig. Und Verständnis, denke ich, hast du auch, denn das ist eben diese Verbindung zwischen Venus und Mars, dass eben auch ja, Männer und Frauen sich gut verstehen, dass man die Dinge angeht, dass man Verantwortung trägt für sich und andere, dass man aber eben auch zugänglich ist, also jetzt nicht seinen Willen mit aller Macht durchsetzt, sondern eben zusammenarbeitet. Man ist dem zugeneigt, ja, dass man eben fair und kameradschaftlich mit seinen Mitmenschen umgeht, sei es im Job, sei es privat, das finde ich sehr schön und dass alles in Ruhe vonstatten geht, also Erdenergie eben, ja, also dass man sich dessen bewusst ist, dass es einem weiter mehr bringt, miteinander gemeinsam an den Zielen zu arbeiten und da sieht es sehr, sehr erfolgreich aus. Dabei wünsche ich dir natürlich viel Spaß, eine schöne Zeit und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Stier. Wir sind heute bei Mittwoch, dem 16. Februar 2022. Die Sonne ist weiterhin im Wassermann, der Mond im Löwen bis etwa 21:45 abends. Dann wechselt dieser in die Jungfrau, da hast du noch mehr Unterstützung von der Erdenergie. Wir haben auch gute Verbindungen zwischen Sonne und Mond. Wir haben Mars und Venus im Steinbock. Wir haben sehr gute Energien und wir schauen uns an, was wir an diesem Mittwoch für den Stier allgemein in den Karten haben. Auch ausgewogenes Geben und Nehmen. Dann haben wir sich von Dingen verabschieden, gefühlsmäßig verabschieden, neue Dinge angehen. Gute Stimmung, Optimismus, Frohsinn. Ich denke auch, dass du gute Stimmung, gute Laune hast. Wir haben die 2 der Schwerter. Das bedeutet, man möchte eine Entscheidung noch nicht treffen. Man ist sich noch nicht ganz sicher, aber man ist guter Dinge. Man ist ein bisschen optimistischer als vielleicht zuvor. Die 6 der Münzen ist eben, dass du auch gefühlsmäßig keinen übervorteilst oder im Regen stehen lässt. Das finde ich sehr schön. Du machst dich auf zu neuen, vielversprechenden Dingen, die mit der Sonne natürlich positiv bestrahlt sind. Wichtig ist natürlich, dass man die Dinge auf Realismus auch prüft, dass das alles Hand und Fuß hat, abgesichert ist etc. Aber mit dieser Erdenergie im Gepäck, die wir momentan haben, wirst du wahrscheinlich auch nichts machen, was nicht in irgendeiner Form abgesichert, geprüft und doppelt geprüft ist. Gut ist, dass die Stimmung steigt, ja, auch wenn man nicht so, ich sag jetzt mal, euphorisch ist, ne? Sonst würde man direkt die Entscheidung treffen, aber das ist, wie gesagt, eine Absicherung, ein sich vergewissern, dass die Dinge dann auch laufen. Ja, und ich glaube,
dass du damit auch gut fährst, dass du damit auch Erfolg haben wirst. Und vielleicht ist die zwei der Schwerter auch einfach nochmal die Prüfung, ob das alles dann auch in Zukunft so Hand und Fuß hat und bleiben kann. Finde ich sehr gut, dass, wie gesagt, das ist, gilt für Privates genauso wie Berufliches. Du wendest dich auf jeden Fall neuen Dingen zu. Das ist mit Uranus in deinem Sternzeichen natürlich auch sehr gern gesehen. Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Tag und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind heute bei Mittwoch, dem 16. Februar 2022. Sonne, Wassermann, Mond im Löwen bis etwa Viertel vor 10 Uhr abends. Dann wechselt der Mond in die Jungfrau. Da haben wir noch mehr Erdenergie, Pragmatismus, Kritikfreude, Genauigkeit und so weiter. Was einen natürlich momentan eben auch begleitet durch Mars und Venus im Steinbock allerdings gehört auch dazu, dass man gutes Verständnis füreinander aufbringt. Wir schauen mal, was wir für die Zwillinge am heutigen Mittwoch haben. Der Page, der steht, man ist fokussiert auf sein Ziel. Da ist der Rückzug. Das ist vielleicht ein bisschen Alleinzeit, die man gerne verbringen möchte, um sich seiner Wünsche klar zu werden. Also, was sind deine nächsten Schritte für deine Wünsche, die Realisierung? Ritter der Kelche, liebevolles Entgegenkommen. Du hast Unterstützung oder gibst Unterstützung. Können auch warme Gefühle in Beziehungen sein, Freundschaft, Familie, Kollegenkreis. Also, der Rückzug ist halt auch so ein bisschen, ich überlege mir erstmal für mich selbst, wo soll denn die Reise hingehen? Was wünsche ich mir denn? Wie sehen diese Wünsche konkret aus? Das heißt, man überprüft, ob das, was wirklich so in Gedanken stattfindet, auch in der Realität tatsächlich umsetzbar ist und ob das auch standhält. Also, du bist da sehr genau im Sinne von, ich möchte gewisse Punkte in meinem Leben erfüllt sehen. Und was davon geht und nicht geht, das klärst du gefühlsmäßig auch. Das ist wichtig. Dass eben auch zum Beispiel Gefühle erwidert werden oder dass du gewisse Ansprüche hast an das, was du vorhast und dass du dich da wohlfühlst, dass du da auch vielleicht Entgegenkommen zeigst. Also von deiner Seite auch eine gewisse Bereitschaft zu Kompromissen an den Tag legst, ja. Das geht aber, glaube ich, nur, indem du wirklich dir auch mal Zeit nimmst dafür, den Fokus auf das zu legen, was deine Leidenschaft weckt und wie du das in der Realität tatsächlich auch verwirklicht sehen kannst. Finde ich sehr schön, nimm dir ruhig die Zeit und überlege, was davon wirklich jetzt auch umsetzbar ist. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind heute bei Mittwoch, 16. Februar 2022. Sonne im Wassermann, Mond im Löwen, wechselt gegen Viertel vor 10 Uhr abends in die Jungfrau. Noch mehr Erdenergie, Sonne und Mond stehen im Sextil zueinander, sie kommen gut zurecht. Also ich denke, es geht darum, genau hinzuschauen und gut zu planen, gut zu organisieren. Wir haben natürlich Mars und Venus bis Mitte März im Steinbock. Was haben wir jetzt für den Krebs in dieser Woche, beziehungsweise am heutigen Tag? Was ist wichtig? Der Erfolg. Da ist Erfolg drin. Sehr schön. Wir haben die 5 der Schwerter. 5 der Schwerter ist kritisch mit Dingen sich auseinandersetzen und der Ritter der Kelche, liebevolles Entgegenkommen. Ja, vielleicht geht es darum, ein paar Kritikpunkte oder Dinge aus der Welt zu schaffen, die dem Erfolg im Weg stehen, ja, oder die den Erfolg vielleicht ein Stück weit schwieriger machen. Man spricht darüber oder man macht sich Gedanken darüber, man ist entgegenkommend, kompromissbereit und wir haben die 8 der Kelche, das bedeutet, du bist bereit, auch gefühlsmäßig neue Wege zu gehen. Das könnte bedeuten, dass du dich bei kritischen Punkten ein bisschen entgegenkommender zeigst, dass du bereit bist, gewisse Dinge, ja, ich sag mal, hinter dir zu lassen oder auf gewisse Dinge auch zu verzichten. Ich denke, das ist eine Art Verhandlungssache, ja. Der Erfolg, der daraus resultiert, ist natürlich dann das Ergebnis. Aber vielleicht sieht es so aus, dass das eben notwendig ist. Man könnte zum Beispiel sagen, du kannst die Karriereleiter raufsteigen, aber du musst dich damit zum Beispiel
auseinandersetzen, dir neues Wissen anzueignen. Dann haben wir natürlich mit dem Ritter der Kelche das Entgegenkommen. Du bist bereit, diesen Weg zu gehen und dafür gewisse Freizeit hinter dir zu lassen. Das wäre jetzt so ein Beispiel dafür, ne? Wichtig ist, dass du dich dabei wohlfühlst, auch wenn du Veränderungen vornimmst, auch im Gefühlsbereich, dass du trotzdem dir selbst, also mit dir selbst auch da klarkommst. Das ist das Wichtigste. Und dann solltest du natürlich diese Missstände oder die Dinge, die da besprochen werden müssen, auch aus der Welt schaffen können. Also wichtig ist, dass du damit auch konform gehst. Ich wünsche dir einen schönen Tag und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Löwe. Wir sind heute bei Mittwoch, dem 16. Februar 2022. Sonne im Wassermann, Mond erstmal im Löwen. Da wechselt dann der Mond gegen Viertel vor 10 abends in die Jungfrau. Das ist auch wieder Erdenergie, macht alles noch ein bisschen ja, besser organisiert, könnte man sagen. Und wir schauen uns an, was wir für den Löwen am heutigen Mittwoch allgemein so haben. Geselligkeit oder Gesellschaft. 7 der Schwerter kann Klatsch und Tratsch bedeuten. Wir haben die 9 der Stäbe. Also da wird viel geredet, viel heiße Luft produziert, würde ich sagen. Ich wäre vorsichtig mit dem, was da veräußert wird, weil die 9 der Stäbe besagt, dass da wirklich sehr viel Energie in irgendwelche Informationen reingebracht wird oder in irgendwelche Sachen, die da verbreitet werden, die vielleicht unnütz ist, ja, und deswegen solltest du da vorsichtig sein. 2 der Kelche besagt, du solltest über gewisse Dinge mit jemandem sprechen. Möglicherweise geht es da um ja, jemanden, der da in Misskredit gebracht wird. Bevor du dir ein Urteil bildest, solltest du vielleicht mit der Person selbst sprechen und dich nicht auf das Gerede von anderen verlassen. Die 9 der Stäbe besagt ja Burnout-Syndrom, dass man zu viel Energie auf etwas ja, verwendet, was der Mühe wahrscheinlich nicht wert ist, ja. Und Fehlinformationen oder Tratsche, Mobbing und solche Sachen können da ein Thema sein. Besser ist es, die Dinge in einer persönlichen Note zu sehen, also mit der Person selbst zu sprechen, sich da selbst ein Urteil zu bilden und sich nicht von anderen sozusagen vor den Karren spannen zu lassen. Das ist ganz wichtig, lieber Löwe. Es ist wichtig, das gewisse Augenmaß nicht aus den Augen zu verlieren und einfach mal dem Ganzen, ich sag jetzt mal, aus der Beobachterperspektive zu begegnen. Das wäre am besten. Alles, was dir zugetragen wird, was dich vielleicht auch zu irgendeiner Handlung aufruft oder, ja, da solltest du erstmal hinterfragen und da solltest du ein persönliches Gespräch führen. Mit wem auch immer, das geht, es geht in verschiedenen Situationen um die Sache. Also bevor du etwas unternimmst, erstmal Rücksprache halten. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Jungfrau. Wir sind heute bei Mittwoch, 16. Februar 2022. Sonne im Wassermann, Mond im Löwen bis etwa Viertel vor 10. Dann wechselt der Mond in dein Zeichen, in die Jungfrau. Da fühlst du dich dann bestärkt und gut organisiert. Ansonsten haben wir eh gute Erdenergien und wir schauen uns an, was wir am heutigen Mittwoch für die Jungfrau haben. Die Liebenden. Es geht um etwas, was du liebst. Es kann Partnerschaft sein, kann aber auch eine Sache sein. Wir haben kleine Schritte vorangehen mit dem Page der Münzen, ausgewogenes Geben und Nehmen, also für ausgewogenes Klima sorgen. 4 der Kelche, da ist eine gewisse Unzufriedenheit. Vielleicht ist es nicht so ausgewogen, wie du es gerne hättest, in etwas, was du gerne machst. Vielleicht ist es eine Person, die unfair zu dir ist, ja, oder wo du dich nicht gerecht behandelt fühlst. Geh da langsam ran. Vielleicht hat die Person oder die Personen haben die Gründe, warum das so ist, aber die muss man erst eruieren. Die 4 der Kelche ist so, dir wird was geboten und das behagt dir nicht so. Vielleicht bringt dir auch jemand Gefühle entgegen, die du selber nicht erwiderst. Das wäre auch möglich. Oder es ist irgendwas, was dich im Grunde stört. Ja, was vielleicht auch den Frieden irgendwo stört. Das kann beruflich sein, das kann privat sein, sage ich ja, ne? Schön langsam rangehen, nichts überstürzen. Erstmal gucken, wie das zusammenhängt, wo das herkommt und warum das so ist. Und möglicherweise erstmal gar nicht groß was unternehmen, sondern erstmal ein Auge drauf haben. Die 4 der Kelche ist ja für dich, das bedeutet,
dein Gefühl sagt dir, nee, das ist so nicht gut und so. Und wenn du so ein Bauchgefühl hast, dann solltest du der Sache auf den Grund gehen. Und das tust du gründlich, wie du bist natürlich. Das heißt aber nicht, dass du die totale Kontrolle darüber übernehmen sollst, sondern du sollst dir einfach überlegen, wo das herkommt. Ist das Gefühl jetzt tatsächlich durch die Person oder Personen entstanden oder durch ein ungutes Gefühl bei mir selbst, dass ich selbst irgendwo, sagen wir mal, ein Déjà-vu habe, mich an Dinge erinnere, die nicht so gut gelaufen sind. Das könnte nämlich auch sein. Also immer schön langsam machen. Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Tag und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Waage. Wir sind bei Mittwoch, 16. Februar 2022. Sonne im Wassermann, Mond im Löwen bis etwa 21:45 abends, dann Wechsel in die Jungfrau. Da wird es dann noch ruhiger, organisiert und genau. Ja, wir haben sehr viel Erdenergie, weißt du, und wir haben aber auch gute Energien. Wir schauen mal, was wir heute für die Waage haben. Allgemein. Wunscherfüllung, okay. Wir haben den Page der Kelche, da könnte ein Angebot kommen. Wir haben die Disziplin, die wird ja sowieso gefordert, absolut. Und möglicherweise ist das eine Offerte, ein Angebot oder etwas, was du als Wunscherfüllung siehst. Disziplin bedeutet, man muss natürlich seinen Teil dazu beitragen, die Dinge umzusetzen. Wir haben die zwei der Münzen, da haben wir wieder die Prioritäten setzen. Das ist sehr wichtig momentan. Wie gesagt, die Erdenergie ist gut insofern, dass sie genau ist und auf die Qualität achtet, nicht auf die Quantität. Und man sollte da natürlich auch die Priorität setzen, sich jetzt nicht, ja, ich sag jetzt mal, in höhere Sphären zu begeben, wenn die Neun der Kelche erscheint, sondern zu überlegen, welche Konsequenzen das zum Beispiel hat und wo das hinführt. Neun der Kelche ist ja auch, wir haben einen sehr, ich sag jetzt mal, beleibten Herrn hier drauf. Man wird bequem, man wird vielleicht ein bisschen selbstgerecht, ne? Und es hat immer Vor- und Nachteile. Man bezahlt für etwas, was man erlebt oder was man erlangt, immer einen Preis. Sei es jetzt der Ehrgeiz, die Zeit, die du investierst, um etwas zu lernen, um dann erfolgreich zu sein. Oder eben du möchtest beruflich weiterkommen, dann hast du weniger Zeit im Privatleben. Das heißt also, das Gute kostet auch immer irgendwo was. Und da muss man überlegen, ob die Prioritäten richtig liegen. Und das gilt heute ganz besonders, wenn du irgendeine Möglichkeit siehst, eine Chance bekommst oder ein Angebot erhältst. Und das kannst du dir in Ruhe überlegen. Und ich wünsche dir da die beste Wahl. Bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Skorpion. Wir sind bei Mittwoch, dem 16. Februar 2022. Sonne im Wassermann, Mond im Löwen bis etwa 21:45, dann Wechsel in die Jungfrauen. Sehr pragmatische Energie, aber gute Organisation zum Beispiel. Merkur ist weiterhin im Wassermann, ja. Die Kommunikation sollte funktionieren. Schauen wir uns an, was wir für den Skorpion am heutigen Mittwoch allgemein haben. 10 der Schwerter. Du kommst über Dinge, die nicht so gut funktioniert haben, hinweg. Wir haben den Neuanfang. Das ist doch wunderbar, unbelastet und frei. Wir haben den Hierophanten. Da geht es auch um Beziehungen. Das können private, aber auch berufliche Beziehungen sein. Und wir haben den Ritter der Stäbe. Du gehst das spielerisch an. Das heißt, du kommst gut über Dinge hinweg, die eben sich nicht erfüllt haben oder wo du dich ja zurückgesetzt gefühlt hast, enttäuscht warst, je nachdem. Der Neuanfang ist da. Vielleicht hast du neue Möglichkeiten, eine neue Firma, einen neuen Partner, eine neue Partnerin. Und du gehst das spielerisch an. Mit Leidenschaft bist du dabei, was ja schön ist. Aber denk an die Erdenergie, immer schön testen, ob das eben der Realität standhält, ob das etwas Langfristiges ist, ob das sich lohnt, da wirklich sich einzusetzen, ob man nicht zu hohe Erwartungen hat. Solche Dinge sind halt relevant, wenn man was Neues beginnt. Und du hast ja mit den 10 der Schwertern, wenn es um eine Enttäuschung geht, immer auch ein bisschen was mitgenommen daraus, wo du eben enttäuscht wurdest oder wo du dich gekränkt gefühlt hast. Ne? Das sollte man nicht vernachlässigen. Das ist immer die Lektion, die man gelernt hat und man sollte sich eben auch um die Dinge kümmern, die einem
unangenehm sind. Aber du gehst es locker an, du fühlst dich wohl und gehst mit Leidenschaft daran. Das finde ich sehr, sehr schön. Das solltest du natürlich weiterverfolgen. Und ich hoffe, dass das eben etwas sehr viel längerfristiges ist. Die Energien der Erde sagen ja, was man jetzt aufbaut und wo man sich eben auch in Geduld übt und auf die Details achtet, das führt auch zu langfristigem Erfolg. Und das wünsche ich dir auch. Okay, dann schauen wir uns an, wie das dann morgen weitergeht. Also, bis dahin. Einen schönen guten Tag, mein lieber Schütze. Wir sind bei Mittwoch, 16. Februar 2022, Sonne im Wassermann, Mond im Löwen bis etwa 21:15 Uhr abends und dann der Wechsel in die Jungfrau. Pragmatismus, Genauigkeit, Organisation werden dann stärker. Schauen wir uns an, was wir am heutigen Mittwoch für den Schützen allgemein haben. König der Münzen, Stabilität und Sicherheit. Das Gericht, die Dinge nach Sachlage beurteilen und der Eremit. Da haben wir die Jungfraukarte, der Mond in der Jungfrau. Man geht in sich und überlegt, wie geht es weiter? Was mache ich mit dem, was ich habe, wo ich stehe? Ich schätze das nach Faktenlage ein, also nach dem, was beweisbar ist. Ich gehe in mich, wo liegen meine Talente, meine Fähigkeiten, meine Möglichkeiten? Was kann ich daraus machen? Wo sehe ich Potenzial oder wo habe ich Änderungsbedarf? Und das geht sehr, sehr langsam. Die Planung, die Vorbereitung vielleicht für zukünftige Aspekte, die gehen sehr, ja, gemäßigt vonstatten. Also, wie gesagt, im Februar ist auch, ich sag mal, die Energie sehr erdgebunden und damit auch, ja, pragmatisch und sehr detailliert. Der König der Münzen ist eben auch, du hast Stabilität und Sicherheit erreicht. Die möchtest du ja nicht aufgeben. Mit dem Gericht möchtest du dir ein Urteil darüber verschaffen, wie geht es damit weiter, wie kann ich das vielleicht festzurren. Mit dem Eremiten geht es darum, wie fühle ich mich dabei, was macht mir Freude, wie komme ich darauf klar, wie gehe ich damit um. Und dann gehe ich die ersten kleinen Schritte in Richtung, ja, Fortführung, Erweiterung, je nachdem, um was es bei dir geht. Stabilität und Sicherheit in Finanzen, aber auch in Beziehungen, das sollte jetzt heute so dein Thema sein und vielleicht auch eine Ruhephase, um zu überlegen, was sind die nächsten Schritte. Aber in aller Ruhe. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Steinbock. Wir sind bei Mittwoch, 16. Februar 2022. Sonne im Wassermann, Mond im Löwen bis etwa 21:10 Uhr. Dann wechselt der Mond in die Jungfrau, was dich ja nochmal unterstützt, weil auch Erdenergie und im Hintergrund bis Mitte März Mars und Venus, die dich unterstützen. Schauen wir uns an, was wir am heutigen Mittwoch für den Steinbock haben. Geselligkeit, Gesellschaft, Eremit, also Jungfraukarte. Und drei der Stäbe. Du bastelst an einer Strategie, wie du gesellschaftlich möglicherweise aufsteigen kannst, wie du deine Dinge voranbringen kannst. Da natürlich auch gefühlsmäßig, klar. Wie geht es weiter? Wo will ich hin? Was kann ich tun? Wer ist mir vielleicht auch nützlich dabei? Und wie kann ich das erreichen? Wir haben dann den Page der Schwerter. Page der Schwerter sind Gespräche, aber auch Informationen sammeln. Es gibt wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten, wie du das eine oder das andere schaffen kannst, aber es ist eine Ruhephase im Sinne von ich plane, ich bereite vor, ich versuche Dinge zu eruieren, was geht nicht, was ist machbar und möglich. Und das ist ja auch momentan die Energie insgesamt, dass man sich darum kümmert, was man tatsächlich realistisch umsetzen kann. Da bist du prädestiniert, lieber Steinbock, das zu tun. Und ich denke auch, dass du einen Weg finden wirst, aber es ist halt auch alles ein bisschen langsamer und deswegen wirst du so schnell wahrscheinlich keine Lösung haben. Aber mach auch die Feinarbeit, die Recherchearbeit und tausch dich mit Leuten aus, vielleicht auch mal mit Leuten, an die du im ersten Moment nicht gedacht hast. Leute, die du zwar kennst, die du aber dafür vielleicht nicht so, ich sag jetzt mal, vorgesehen hattest. Das wäre so eine Idee, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Viel Erfolg dabei und bis morgen.
Einen schönen guten Tag, mein lieber Wassermann. Wir sind bei Mittwoch, 16. Februar 2022. Die Sonne ist noch im eigenen Zeichen, noch bis morgen, dann wechselt die Sonne. Der Mond im Löwen hat dich unterstützt, wechselt jetzt gegen 5:45 Uhr abends in die Jungfrau. Ansonsten haben wir noch mehr Erdenergie. Das ist nicht so deins, aber es ist wichtig, dass du dich eben um Details kümmerst, um die Feinheiten. Was haben wir am heutigen Mittwoch für den Wassermann? Die Krebsenergie des Wagens, die Zügel in die Hand nehmen. Das Team, die Mitarbeiter, die Kollegen, die Leute, die mit einem dafür sorgen. Die Königin der Schwerter, mit sich selbst aufrichtig und ehrlich sein, bedeutet eben Authentizität, Aufrichtigkeit. Was will ich? Wo will ich hin? Und teile ich das meinen Leuten mit? Und bin ich flexibel, zum Beispiel mit dem Wagen, andere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, flexibel zu sein. Gut, mit der Erdenergie wird jetzt so schnell nicht so viel passieren, aber man sollte gut vorbereitet sein, eben gut planen, wie das Ganze dann auch weitergeführt werden kann, welche Möglichkeiten man hat und darüber offen zu sprechen. Wir haben die Königin der Kelche. Es geht auch darum, sich gefühlsmäßig zu engagieren und sich gefühlsmäßig einzubringen. Die Königin der Kelche ist mütterliche Energie, aber es ist eben auch die Energie der Fürsorge. Der Fürsorge für das, was mir persönlich gut tut, was dem Team gut tut oder den Leuten, die daran beteiligt sind und was der Sache dienlich ist. Also auch, dass ich eben nicht nur sachlich argumentiere, sondern eben auch zum Beispiel an Kameradschaft appelliere, wenn man zum Beispiel an das Team geht, dass man eben auch sich füreinander verantwortlich fühlt. Kameradschaft lebt ja nicht nur aus Sachlichkeit, sondern eben auch aus dem Teamgeist, aus dem Wir-Gefühl. Und Wir-Gefühl ist nun mal auch Zusammenhalt, ist auch Fürsorge füreinander. Und das ist heute ein wichtiges Thema für dich. Ja, da bin ich gespannt, wie du das umsetzt. Wünsche dir viel Spaß dabei und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Fische. Wir sind bei Mittwoch, 16. Februar 2022. Sonne im Wassermann, Mond im Löwen bis etwa 9:45 Uhr, dann Wechsel in die Jungfrau. Pragmatismus, Organisation, aber auch Kritik, Freude, also noch mehr Erdenergie. Es geht alles sehr behäbig zu, aber man muss eben genau sein. Fehler sind schwierig auszumerzen, besser ist, man schaut nochmal drüber. Was haben wir denn am heutigen Mittwoch für die Fische allgemein? 7 der Stäbe. Stehe für deine Belange ein, das ist wichtig. Tausch dich aus. 9 der Schwerter sind vielleicht Sorgen, aber es können auch Gespräche sein. Wie kann ich dieses oder jenes umsetzen? Wie kann ich das zum Beispiel verteidigen? Es ist die 9 der Münzen. Es geht um dich als Individuum. Es geht darum, dein Individuum zu klären, für dich selbst einzustehen, vielleicht kurz vor einem Durchbruch zu stehen, die Dinge beim Namen zu nennen, zu artikulieren. Wie gesagt, ich denke, da hast du Unterstützung und vielleicht auch Hilfe und Beistand bei anderen zu suchen. Zum Beispiel, ich meine jetzt so, wenn du ein Projekt machst und du brauchst noch ein paar wichtige Aspekte, dann die richtigen Leute fragen, wo bekomme ich die, könnt ihr mir helfen, sowas in der Art. Du stehst für das, was für dich wichtig ist, ein und das ist auch richtig so. Ja? Wir haben Gespräche, Gedanken, möglichst natürlich positiv denken, ganz wichtig, sich nicht selbst irgendwie schlecht reden in Gedanken, sondern sich sagen, was jetzt momentan noch nicht klar ist, kann gelöst werden. Das eigenständige Individuum bedeutet, ich gehe langsam ran, ich schaue, wie ich mich fühle, ich schaue, dass es mir gut geht dabei, dass ich mich nicht überfordere. Wir haben den König der Kelche noch dabei, das ist auch Fürsorge, aber im Hintergrund ist die Agenda. Und ich denke, das ist heute deine Energie. Du weißt, wie du anderen, sag mal, deine Projekte, deine Produkte, was auch immer, rüberbringen kannst, damit das eben auch ankommt, damit das wertgeschätzt wird. Und du kannst wahrscheinlich das gut in Anführungsstrichen verkaufen, ja, was du möchtest. Und ich glaube, dass du kurz mit der 9 der Münzen auch vor einem Durchbruch stehst, dass du da erfolgreich sein kannst mit Charme und positive Attitüde. Finde ich sehr schön. Kümmere dich aber mit dem Ass hier
mit dem Kelch hier auch darum, dass es dir dabei gut geht, dass du dich wohlfühlst, ja. Steh für deine persönlichen Belange ein, lass sie nicht über den Mund fahren, sondern bleib deiner Sache treu und kümmere dich darum. Das ist sehr schön, viel Erfolg dabei und bis morgen.